Okay, das Tagebuch des Abtes Song. Heute Nacht liegt etwas Beunruhigendes in der Luft. Es gibt nichts Handfestes, das meine Befürchtungen belegen würde, aber das Verhalten einiger der jüngeren Mönche stimmt mich nachdenklich. Sie scheinen nervös zu sein, als ob etwas Großes bevorstünde. Vor einer Weile habe ich beobachtet, wie eine von ihnen vom Brunnen des Tempels zurückkam. Als ich sie fragte, warum sie dort gewesen sei, konnte sie mir keinen vernünftigen Grund nennen. Der Blick, den sie mir zuwarf, als ich ihr zur Strafe zusätzliche Arbeiten auferlegte, weil sie ihre Pflichten vernachlässigt hatte, ließ mich erschaudern. Ihre Augen waren geradezu hasserfüllt. Ist es möglich, dass einige der jüngeren Akolyten den geheimen Weg am Grunde des Brunnens gefunden haben? Verlassen sie das Kloster ohne meine Erlaubnis? Warum sollten sie das tun? Das sind beunruhigende Fragen, doch die Antworten darauf müssen wohl oder übel bis morgen warten. Okay, ist es dieser Brunnen hier? Nee, das muss einer von den draußeren Brunnen sein. Das ist der Abt, eine Statue von ihm. Mal ein kurzer Quicksave. Ja, weil im Tempel ist sicher kein Geheimgang nach draußen, oder? Ah, wobei, ein Fluchtweg oder sowas. Könnte schon sein. So, jetzt. Hier waren wir ja letztendlich schon mal. Jetzt sieht aber alles ein bisschen anders aus. So viele sind dahin. Aber nicht alle. Wie haben wir diesen Fluch verdient? Müssen wir denn bis in alle Ewigkeit kämpfen? Ihr seid schuld daran, Geistermönch. Wir werden nicht ruhen, bis euer Volk ausgelöscht ist. Doppelsäbel! So, Geister immer schön mit dem Tiger verwirbeln. Glück gehabt, wir sind genau zwischen die beiden gesprungen. So, da liegt noch ein Skelett, sehe ich gerade. Was kommt jetzt? Ah! Wundersame Libelle. Schön, unsere Freunde sind da. Kapitel 6. Indem eine Freundin unter die Lebenden zurückkehrt, die Klagefestung erneut belagert wird und das Schicksal der Hand des Todes besiegelt wird. Die Wiederherstellung der Brunnen in der Klagefestung hat es dem Wasserdrachen ermöglicht, euch eine zweite Chance im Leben zu geben. Eure Gefährten beeilen sich, um wieder an eurer Seite zu sein, aber auch Sun Li macht seinen Zug. Er kennt die Bedrohung, die ein Geistermönch darstellt. Hier in den Ruinen der Klagefestung wird sich die Geschichte auf spektakuläre Weise wiederholen. Okay, nur diesmal hoffentlich ohne unseren Tod. Eine Seite aus dem Buch der Befreiung. Aha. Wo sind jetzt unsere Freunde? Sehr schön, wieder voll. So, da waren doch gerade noch Knochen. Eine zweite Seite. Sind hier noch mehr Seiten? Ich könnte mir vorstellen, dass es hier 5 Gerippe gibt, die Seiten haben. Irgendwo rauscht ein Brunnen. Ist ein bisschen buggy. Der rauscht immer nur mal ganz kurz. Nee, hier gibt es wohl sonst nichts weiter für uns. Noch eine kaputte Tür.
schätze mal, hier draußen soll es rauschen. Skibecken brauchen wir nicht. Hier sind wieder die Mönche, die rumsitzen. Da ist ein Zeltlager. Seid ihr vielleicht hier, Freunde? Zelt. Ja, da sind sie. Ihr seid hier. Ihr lebt. Wir haben gedacht, ihr seid tot. Und dann hatte ich die seltsamsten Visionen. Morgenstern hat uns hierher geführt. Aber ich hatte einen Geist erwartet. Keinen Menschen aus Fleisch und Blut. Der Wasserdrache hat uns ins Leben zurückgebracht. Oh, dürft ihr jetzt schon in den Gärten der Götter spazieren gehen? Was für eine Überraschung! Ich werde etwas richtig Großes explodieren lassen. Und noch hier kommt ihr, Jacker, ihr müsst großes Ansehen genießen im Himmel. Sterbliche lässt man sonst nie aus dem Jenseits ins Leben zurückkehren. Es hat sie sehr geschwächt. Wir müssen versuchen, die Dinge in Ordnung zu bringen. Solche Wesen sind es nicht gewohnt, Hilfe zu brauchen oder um Hilfe gebeten zu werden. Beides wäre ihnen sicher ein Ärgernis. Da wir gerade von Ärgernissen sprechen, auf uns kommt ein viel größeres zu. Die gesamte Armee des Kaisers. Oder habt ihr die schon vergessen? Was? Die kaiserliche Armee rückt an? Oh, Junge, Morgenstern war nicht die Einzige, die eure Rückkehr ins Leben bemerkt hat. Euer Angriff auf das Geisterreich hat Sun Li alarmiert. Euer früherer Meister hat das Jadereich an sich gerissen. Kaiser Sun Li hat seine gesamte Armee gegen uns geschickt. Und wir sitzen hier in der Klagefestung in der Falle. Was ist passiert, nachdem wir gefallen waren? Nachdem ihr meinen Vater besiegt hattet und durch Li gefallen wart, nahm er sich euer Amulett und das Herz des Wasserdrachens und verkündete, seine Herrschaft habe begonnen. Okay. Die Lotus-Assassinen schlugen sich fast sofort auf seine Seite. Euer Amulett half ihm vermutlich, schnell zu erreichen, was meinen Vater Jahre gekostet hatte. Puh. Wir brauchen das Ding nicht mehr, aber andere missbrauchen es wohl weiterhin für ihre Zwecke. Uns blieb nur die Flucht. In den Tagen danach schien der Kaiser nicht sonderlich erpicht darauf zu sein, uns suchen zu lassen. Und wir wussten nicht, wo wir hingehen sollten. Er sah uns nicht als Bedrohung. Wir hatten keine Mittel, ihn zu bekämpfen. Wie Sun Hai kann auch er nur durch einen Geistermönch ernsthaft bedroht werden. Also kamen wir hierher. Morgensterns Vision erschien uns kaum glaublich. Aber jede Hoffnung war besser als völlige Hoffnungslosigkeit. Leider hat auch Kaiser Sun Li gespürt, was im Geisterreich mit euch geschehen ist. Und jetzt setzen wir hier in der Falle. Können wir ihm nicht irgendwie entkommen? Uns wegschleichen oder flüchten? Zu Fuß gibt es nur einen Weg. Und das ist der, über den sie heraufkommen. An einer solchen Horde können wir uns nicht vorbeischleichen. Die Libelle wird es auch nicht schaffen. Die Winde lassen nur eine mögliche Flugroute zu. Und dort warten die Flieger der Armee auf uns. Okay. Aber das hat auch sein Gutes. Ihre minderwertigen Flieger sind solchen Böllen kaum gewachsen. Aus der Luft werden sie uns nicht überwältigen. Jedenfalls können von dort nicht viele kommen. Mhm. Das kann wohl kaum die ruhmreiche Aufgabe sein, die dem Wasserdrachen zufolge noch vor uns liegt. In eurer unmittelbaren Zukunft habt ihr anscheinend eher irdische Sorgen. Ich schätze, der Sturm wird morgen losbrechen. Fangen wir damit an, uns im Tempel zu verschanzen. Die großen Tore werden immerhin eine Zeit lang halten. Ein Überraschungsangriff gelingt ihnen jedenfalls nicht. Verschanzen? Ich sollte vielleicht ein paar Bordwaffen von der Libelle holen. Wenn man die klug einsetzt, könnten sie sich morgen als nützlich erweisen. Okay. Kommt, Wirbelwind! Ich brauche eure Muskelkraft!
Schwarzer Wirbelwind, wenn ich bitten darf. Und wenn es ein bisschen mehr Schwung in den bevorstehenden Kampf bringt, schleppe ich, was ihr wollt. Mehr können wir im Augenblick nicht tun. Unser Schicksal entscheidet sich morgen. Jetzt könnten wir alle etwas Schlaf vertragen. Bei dem, was kommt, sollten wir zumindest ausgeruht sein. Okay. Okay. Schauen wir mal hier mal einen Fokusschrein. Das war dann wohl die dritte Seite. Ob wir die anderen beiden noch finden. Aber auf der anderen Seite, Freunde, wir haben so viele Stile, die wir nicht benutzen. selbst wenn wir die zwei Seiten noch fänden. Ich denke nicht, dass wir den Stil benutzen würden. Was ist das für einer? Da kommen noch mehr, war ja klar. Achso, die sind ja immun. Dann erstmal die drei. Der Große ist ganz schön nervig. Okay. Da sind noch mal Knochen. Abgeschrägte Zahnräder. Zum inneren Hof. Ist abgeschlossen. Tja, Freunde, wir haben leider keine fünfte Seite. Oben haben wir alles abgesucht, da ist nichts. Bin ich mir relativ Meine sicher. Verheilen. So. Kommt man gar nicht rein. Nee, ich denke, wir gehen jetzt schlafen, wie die anderen auch. Weil hier gibt es leider wirklich kein fünftes Skelett. Vielleicht kommt das später noch. Hier hinten vielleicht? Nee. Nee, okay, dann gehen wir pennen. Ihr könnt es euch die Nacht über in eurem Zelt gemütlich machen. Ihr zieht euch für die Nacht zurück. Okay. Ihr habt es tatsächlich geschafft, die Brunnen der Klagefestung zu reinigen. Aber sie können euch nicht vollständig schützen. Nicht gegen die Macht, über die ich inzwischen verfüge. Das ist nichts weiter als ein Traum, meine Schülerin. Ich kann hier nichts tun, aber ich kann die Dinge beeinflussen. Erinnert ihr euch noch an eure Mitschüler? So eine miese Ratte, ne? Sie erinnern sich sehr wohl an euch. Sie haben nicht vergessen, dass ihr sie dem sicheren Tod ausgeliefert habt. Wir hätten sie gerettet, wenn wir gekonnt hätten. Eure Pläne sind doch schuld an ihrem Tod. Sie mussten sterben, damit nichts euch mehr zurückhalten konnte. Ihr Tod sollte euch als Ansporn dienen. Ohne euch wären sie noch am Leben. Springen da sie! Ja!
verstehen. Aus. Ihr hattet keine Schuld. Das war nur sehr der eine. Beachtlich. Aber dies ist nur ein Traum. Morgen werdet ihr nicht so viel Glück haben. Mal kurz die Schuhe angezogen. Puh. Ach du Scheiße, die ganzen Golems. Und ein paar Jahre Golems. Belagerungstürme, ach herrje. Wie sollen wir die denn aufhalten? Ihr seid wach. Es klingt, als sei die Armee unterwegs. Sie kommen den Berg herauf. Weiter Himmel ist seit ein paar Stunden fort. Er sagte, er wolle nachsehen, wie weit sie schon den Berg hinaufgekommen sind. Wir haben nichts mehr von ihm gehört und ich mache mir Sorgen. Seht doch, da kommt er. Zufällig. Puh, was für eine Erleichterung für meine Nerven. Hey, tut mir leid, dass ich so spät komme. Okay.